In Zotero habe ich auch eine Suchfunktion. Einerseits habe ich eine einfache Suche hier im Suchschlitz, andererseits eine erweiterte Suche hier über die Lupe. Mit der Suchfunktion kann ich die ganze eigene Bibliothek durchsuchen. Das heißt, wenn ich hier meine Bibliothek anwähle, wird in der ganzen Bibliothek gesucht. Wenn ich einen einzelnen Ordner auswähle, wird nur innerhalb dieses Ordners gesucht. Es werden nicht nur die Titelfelder und die Autorenfelder durchsucht, sondern auch die Volltexte, also die angehängten PDF-Dateien. Das sehen wir an diesem Beispiel. Ich mache jetzt eine einfache Suche über die ganze Bibliothek. Und zwar suche ich nach Spinoza. Dann wird mir dieses Ergebnis angezeigt, das ich zu Beginn manuell eingefügt habe. Hier sehen Sie nirgends etwas von Spinoza, hier nicht und auch hier nicht. Wirklich nur innerhalb von der PDF-Datei. Wenn ich die dann öffne und hier wieder eine Suchfunktion mache, sehe ich, dass auf Seite 45 das Wort Spinoza auftaucht. Jetzt zeige ich Ihnen die erweiterte Suche. Wenn Sie hier die Lupe auswählen, können Sie erweiterte Suchanfragen starten. Zum Beispiel kann ich sagen, dass ich die Tags, die Schlagworte durchsuchen möchte in der ganzen Bibliothek. Und zwar soll ich nach Spinoza suchen. Ich suche und ich erhalte kein Ergebnis, weil kein Tag mit Spinoza vorhanden ist. Wenn ich das jetzt ändere und hier nach Totengespräche suche, dann erhalte ich den Eintrag, zu dem ich vorher manuell einen Tag Totengespräche erfasst habe.